Guten Abend, Herr Hans. Wie geht es Ihnen? Vorderziege ist mein Name. Vorderziege, ja, Vorderziege. Ja, hallo Herr Vorderziege, mein Name ist Martin Fuchs. Ich telefoniere Sie von den The Bitcoin Compass. Sie haben sich eine Anmeldung mit uns von der Webseite des... Hallo? Ich kann Sie nicht mehr hören. Was soll denn das immer so spät abends? Ja, hier ist Vorderziege. Ja. Hallo, mein Name ist Martin. Martin Fuchs, ich telefoniere Sie von dem... Ich telefoniere Sie. Ach so, ja. Ja. Ich telefoniere Sie von dem Anmeldung, die Sie gemacht haben, über Online-Trading, Bitcoin-Handel. Ja, und weiter? Ich bin Ihr Account Manager. Ich habe Sie versucht zu erreichen. Kannst du mal den Kontoverwalter, bitte. Ha, was bitte? Mehr Schweinchen? Ich bin Ihr Kontoverwalter von Ihrer Bitcoin-Anmeldung. Ja. Ich habe Sie versucht zu erreichen, aber leider ohne Erfolg. Na, wir reden doch jetzt miteinander. Ja, schön. Das ist schön. So, mein Lieber, Vorderziege. Was heißt hier mein Lieber? Sie haben mein ja Lieber Umgang, heißt es doch... Sie haben ja Umgangsformen wie auf dem schottischen Marktplatz. In einer freundlichen Weise. Nicht auf, Entschuldigung, aber nicht auf sexuelle Weise. Nur auf eine freundliche Weise, ja? Ja, ja, das will ich ja auch hoffen. Ja. Sonst komme ich mit dem Schlagstock. Verrat mir mal, wo haben die dich eingefangen? Vorderziege, ja? Ich melde mich aus wegen Ihrer Bitcoin-Anmeldung. Sie Ihr wollen Interesse sich ausmelden? Ich bin aber nicht die Auskunft. Nein, an Ihrem Bitcoin, an eurem Bitcoin-Anmeldung. Sie haben sich eine Anmeldung bei dem Bitcoin gemacht. Ja, ja? Das ist richtig. Genau. Ich bin Ihr Kontoverwalter. Ja. Ja. Und ich bin hier für Sie, um das Konto weiter zu aktivieren können. Ja. Ich wollte mit Ihnen das Ganze besprechen, Ihre Interessen und auch schon Ihren Ziel von dieser Anmeldung. Die Ziege? Ziel. Ach so, ja. Den Ziel. Wo kommst du denn her, Sauer? Wo kommst denn du her? Was bist denn du für ein Landsmann, sag mal? Eine Schwede. Ein Schwede? Ich komme aus Schweden. Aus Schweden? Woher denn da? Also nebenbei dem Grenze in Deutschland. An der schwedischen Grenze zu Deutschland? Ja. Wie ist denn der... Du kennst doch bestimmt den Karl den Großen, ja? Den König von Schweden? Wen bitte? Nochmal? Karl der Große. Nein. Wie? Ja, das war der König Karl der Achte. Ja, wie war denn da der lateinische Name von? Der hieß doch Carolus. Und wie ging das nochmal weiter? König Karl der Achte Gustav. Ich meinte den anderen. Da gab's ja... Na, wie heißt er denn? Jetzt momentan der König von Schweden. Nein, der König nicht, von Schweden. Nicht jetzt. Momentan ist es schon ein Karl Gustav der 14. Entschuldigung. Ja, 14 ist ja schon mal wieder eine andere Zahl als das andere, ne? Ja, hallo? Jetzt ist er schon wieder weg. Ich glaube, die haben schwere Verbindungsstörungen in Schweden. Das muss an den tektonischen Verschiebungen liegen. Wenn das jetzt neben Deutschland liegt plötzlich, haben natürlich auch die Telefonleitungen gelitten. Hallo? Knallfrosch, bist du noch am Telefon? Bock, bock. Hallo? Es ist ja so, die haben ja alle so Probleme heute wieder. Nur ruf an da. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit.
Naja, eigentlich schon. Hallo. Hallo. Hier ist der Maulwurf am Morgen. Einen guten Maulwurf euch allen. Ich grüße Sie, mir Fläschchen parat. Spreche ich mit Ihrem Was? Maulwurf? Hochverrat? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Mia Fletcher ist mein Name. Ja, Vom DAX. vom DAX? Das ist Ich richtig. erwarte eigentlich einen DAX. Anruf vom Fuchs. Vom Fuchs. Wer ist denn da bitte? Ist das ein Spaßanruf? Ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung bei Bitcoin Handel, Bitcoin Trading. Ja. Sie haben sich dabei registriert, ja? Ja, ich wollte mir das mal angucken. Okay, gut. Ich werde Ihnen erklären, Herr Maulwurf, worum es geht, Ja. und werde ich Ihnen alles zeigen. Sind Sie gerade am Computer? Ha, was, bitte? Sind Sie gerade am Computer? Nee. Sind Sie nicht? Okay. Nee, soll Herr ich da Maulwurf, schauen Sie. hingehen? Ja, können Sie Computer hochfahren? Hochtragen auf den Dachboden? Ist Hochfahren. da besserer Das Empfang? Computer können Sie einschalten, aufmachen. Auf einschalten, war einschalten oder aufmachen, also es wäre beides möglich. Okay, wenn Sie Laptop haben, dann machen Sie es auf. Ja, ich hab sie aufgemacht. Er steht jetzt. Okay. Gut, gehen Sie in Ihren Webbrowser, bitte. In was bitte? Webbrowser. Was Okay, bedeutet das? ich aktiviere alles für Sie, Herr Maulwurf, okay? Also Können Sie mir Ihr Geburtsdatum diktieren? den was, Ihre den Geburtsdatum. Geburtsdatum? Ja, das ist Genau. der 1.4.45. 4.55, ja? Ja. So, der Computer ist jetzt an. Ich habe den angeschaltet. Haben Sie angeschaltet? Okay, Ja. öffnen Sie bitte jetzt Google oder Google. Mozilla. Also Google ich oder hab ja Mozilla. im Prinzip Internet Explorer. Internet Explorer. Ich hab Okay. auch Opera. Ich hab Google Opera Chrome haben und Firefox habe ich auch. Also ich bin, sag mal, für die Zukunft Sie. bestens ausgerüstet. Knuddels habe ich auch. Prima. Okay, prima. Dann, welche Sie normalerweise benutzen, können Sie es also aufmachen. Ich hab die Hose doch schon offen. Okay, welche haben Sie geöffnet? Ja, Chrome, ne? Chrome haben Sie, ja? Bock, Ja, was soll ich jetzt machen? Warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Herr Maulwurf, sind Sie noch da? Ja. Okay, gut. Sind Sie noch da? Ja, gut, und dann aufgelegt. Ja, da hat das Hühnchen war da zu viel des Guten. Hallo? Ich höre. Herr Sandek? Ja, ich höre. Wer ist da? Anna meinem Apparat und ich rufe Sie von einer Finanzinstitution, das Investok heißt. Haben Sie für das schon mal gehört, Herr? Können Sie bitte Handtuch aus dem Mund rausnehmen? Kann sich nichts gehört machen. Hallo? Was? Können Sie bitte den Ja, hallo. Handtuch aus dem Mund nehmen? Nein, ich kann nicht, Herr. Warum nicht? Warum? Aber es ist sehr freundlich, dass Sie mich mit Herr ansprechen. Also, was möchtest du, Sklave? Erzähl mir. Also, okay. Kann ich etwas fragen? Wissen Sie, was Online-Handel ist? Haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Hast du Erkältung oder haben die dir bei Nase geschlagen? War die deine Problem? Warum du so reden? Also, Herr, ich möchte nur ein paar Informationen zu teilen. Sind Sie interessiert oder Ja, nein? natürlich. Sehr Interesse machen. Okay, also sagen Sie mir, was Onlinehandel ist dann? Amazon? eBay? eBay Kleinanzeigen? Tschüss, Herr. Vollidiot.
Na, wie bitte? Sie waren heute... Hallo? Ich rufe Sie... Hallo. Hier ist Anna Lawin. Ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Ich rufe Sie von Adventbox an. Sind Sie von der Fetischseite Anspruchpartner? Was, bitte? Von Adventstocks. Sie waren heute bei online. Können Sie mal das Telefon aus dem Mund nehmen? Man kann Sie überhaupt nicht verstehen. Aber warum denn? Was ist das Problem? Können Sie meine Stimme nicht hören? Nehmen Sie mal das Telefon aus dem Mund. Ist noch nicht Mittagszeit. Hallo? Also, Herr Hans. Sie waren Nein, bei uns halt. Online. Mein Name ist Vorderziege. Wir sind nicht per Du miteinander, ja? Dass wir das gleich mal klargestellt haben. Vorderziege, okay. Herr Vorderziege. Herr Vorderziege. Okay. Sie waren bei uns heute online. Adventstalks. Das ist eine Online-Plattform. Ja. Ja. Ich rufe Sie von Adventstalks an und ich helfe Ihnen dabei, dass Sie genug Informationen bekommen und ich helfe Ihnen dabei, dass Sie Ihr Handelskonto richtig aktivieren. Das ist ja großartig, nicht wahr? Hallo? Hallo? Nicht einschlafen. Nein, ich schlafe nicht ein. Ich höre Sie. Ja. Bin ich mir nicht so sicher. Was können Sie denn tun für mich? Also, wenn Sie Interesse am Onlinehandel haben, ja, dann helfe ich Ihnen dabei, dass Sie mit dem Handel problemlos beginnen. Außerdem gebe ich Ihnen ein paar wichtige Informationen, mit wem Sie handeln werden, was Sie dafür tun sollen und so weiter. Ja, das ist sehr gut. Also, ja genau. Also, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren und Einzahlung machen, also Ihr Geld anlegen, danach bekommen Sie einen persönlichen Finanzexpert. Diese Menschen helfen Ihnen dabei, Ihr Handel... Diese Menschen... Ach so. Finanzexperte helfen Ihnen dabei, dass Ihr Handel am erfolgreichsten ist. Von allen am erfolgreichsten. Ja. Am erfolgreichsten, Ihr Handel. Ja, ja. Das folgende reicht. Das ist sehr gut, nicht wahr? Ja, genau. Also Sie machen das nicht alleine. Und Sie können damit Geld verdienen. Ja, das ist sehr gut. Wir müssen nämlich einen neuen Hühnerstall bauen. Wie bitte? Ha, was bitte? Was meinen Sie? Also ich bin der Meinung, dass es heute sehr schönes Wetter ist, nicht wahr? Ja, genau. Ja. Wo sitzen Sie denn, sagen Sie mal? In Berlin. In Berlin? Wo denn da? Ja. Wo? Hallo? Das ist ja heute wieder ein... Wettlauf der Eunuchen hier. Hallo? Müssen Sie jetzt erst auf die Landkarte gucken? Ich glaube, die hat aufgelegt. Hallo? Und weg damit. Nächster Anruf, bitte. Mein Name ist Marius Levy. Ich hätte gern Herrn Hans Vorderziege gesprochen. Bin ja, ich richtig, Robert? Der ist am Telefon. Guten Morgen. Grüße Sie. Versuchte ich Sie auch vor einer Stunde circa zu erreichen. Ich bin Senior Account Manager bei Unternehmen Capital Holdings. Ich rufe Sie bezüglich Ihrer Anmeldung an. Ja, Sie haben sich interessiert für Handeln mit Kryptowährungen. Ja, bei BitQT. Haben Sie eine kurze Anmeldung hinterlassen? QT? BitQT. Sie haben sich interessiert für Handeln mit Kryptowährungen. Ja. Hans Vorderziege, also haben Sie dann Ihre E-Mail eingetragen und diese Telefonnummer. Das haben Sie gut zusammengefasst. So, nee, also Sie haben, okay, also Ihre Anmeldung kam zu uns. Ich bin jetzt zuständig für Ihre Anmeldung. Ich bin Ihr Ansprechpartner, ich bin Ihr Account Manager. Ich begleite Sie bei der Sie reden wie ein Roboter.
Bitte? Sie reden wie ein Roboter. Sind Sie ein Pentium oder ein Intel? Ich bin ein Mensch. Mein Name ist Marius Levy. Ich bin 46 Jahre alt. Wie ist Ihre Versionsnummer? Hans, was meinen Sie genau? Na, ist 1.0 oder ist das noch in der Beta-Variante bei Ihnen? Hans, was machen Sie jetzt? Nicht Hans, Herr Vorderziege ist mein Name. Wir sind doch hier nicht im Bumsclub. Okay, meine also Güte. Darf ich bitte noch einmal sagen, worum es geht? Sie können es ja probieren, aber machen Sie mal die Musik da. Mal, können Sie mal die Musik ausmachen? Nein. Warum nein. Das ist viel zu laut. Weil dann sprechen alle zusammen und hören alle zusammen. Also ich habe die viele Kollegen hier. Ja, dann müssen Sie sich mal ordentliche Headsets kaufen. Was ist das denn? Das ist doch keine Kinderdisco hier. Wieder hören. Wieso haben Sie die Anmeldung gemacht mit solcher Einstellung? Weil Sie haben, ich bitte fragen? Sie rufen hier an, können super schlecht Deutsch reden und im Hintergrund ist Kinderdisco. Das ist ja wie beim Drachenlord hier. Ich rede Deutsch viel besser, als Sie meine Sprache reden. Haben Sie was gegen Ausländer? Nichts. Ich Russe aus Österreich. Russe aus Österreich? Tut mir leid. Sie, also noch einmal, ich mache meine Arbeit. Sie haben die Anmeldung gemacht. Ich bin zuständig. Ja, Wenn Sie mich auslachen, ich leite Ihre Anmeldung zur Finanzabteilung weiter. Ja, wiederhören. Hallo? Kann ich dann bitte mit der Finanzabteilung sprechen? Sie bekommen einen offiziellen Brief und dann werden Sie auch offizielle Antworten geben. Worauf antworten? Was für ein Mistvogel. Da ruft dich irgend so ein Krimineller an und wenn du dem an den Hörnern packst, dann heißt es gleich, hast du was gegen Ausländer, blöd. Hallo. Hi, Sandeep. Ja? Hi, mister. My name is James Morris. Okay. I'm calling you back from Trade 360. 360. I see you wanted to Yes. It's a trading platform you wanted to trade with, but your line been busy for when you signed up with us, which is 2 weeks ago, actually. That's possible, right? Yes. I can see we've been trying to reach you every day, but you were busy. My name is James Morris. Your name is Sandeep Bandirandi Rokhan. Yeah, I'm sorry for that. Not a problem. I'm used to it. I'm totally used to having people spelling their name like the bullshit. I'm so sorry. No, that is not my point. It's just I don't know Sanskrit, and I don't know Hindi. Oh. I don't know nothing. I do learn about East Asian cultures. I know everything about the history. Oh. But I'm sorry. Where are you from, my friend? Tell me. We are based on Cyprus, Limassol. On what? Right now. Cyprus, Limassol. What's that? I'm calling you. It's Cyprus. It's an island in the Mediterranean Sea. Oh, it sounded like some kind of airplane. Okay. No. Cyprus. Cyprus. Oh. I'm calling you for Trade 360. It's a platform you wanted to trade on the financial market. So there's like an English-speaking guy calling from Cyprus in Germany. That's so intercultural experience, right? First of all, it's globalization. Right. Yes, obviously, we do. But it's thanks to the internet. I'm calling you via software from our platform. Oh. So you don't get charged. I know that you're in Germany living. You left your details, this phone number, the email, which is oterzucht2erbach. What were you saying just now? I did not understanding. What this were is the email say? That you... I'm trying to say oterzucht2erbach, I think. You're trying to spell my email address? Yes. Oh, it's Otterzucht. We are breeding the otter, okay? Oh, I'm so sorry. My German is really not existent. Oh, okay. Do you speak any German at all? Actually, my girlfriend teaches me a little bit German, but I rather to study Mandarin a little bit. Mandarin? So you know. Oh, yeah. Very good. Yeah. Yeah. I do like the Sanskrit also, because that was my major. I was studying about the Asian cultures, as I said. But at the end of the day, Sandeep, I'm calling you because you signed up with us to trade on the financial market. Are you still interested in doing that, sir? Yes, I tried getting the inciting, but I did not understanding what am I supposed to do, right? Ah, amazing. This is why I come here. I'm calling you back. It's That's amazing exactly that why. I don't understand. Okay. Exactly, because then you understand why you need me. I'm here because by regulation, sir,
We are fully licensed and regulated company. Legislated by whom? Right? CISIC government, Cyprus government, the CISIC. Oh, they have government, right? I thought this was like anarchy over there, right? Not the country itself. I'm talking about CISIC. It's a governing, okay? A what? A governing company that allows us to work. Oh, this is this like is where we get our regulations. Oh, is this like Bundesrepublik Deutschland GmbH, right? It's not more of a state. It's about the it's about the financial market. You understand? Okay. There is a lot of regulations, a lot of powers that they allow you to work internationally. And in order for me to hello? Ja, hallo. Hören Sie mich nicht oder wie? Ey, ich hab grad gesagt, wenn du die Musik nicht ausmachst, ich unterhalte mich nicht mit dir, Alter. Mach die Musik aus, sonst lege ich auf. Also ich bin im Büro. Ja, ich du bin bist im Büro. Du bist in der Disco, bist Musik du, Musik ist nicht neben mich. Ja, dann machst du das leiser Büro. Machen. Ich bin nicht im Büro, ich bin nicht in Disco, ich bin im Büro. Ja, dann mach die Musik aus, Alter. Was ist das so mega unfreundlich für die Kunden? Okay, das kann ich verstehen, aber das ist nicht in meinem Kompetenz. Ja, dann sag mal, hol mal deinen Chef ans Telefon, Alter. Ich glaube, ich raste aus hier, Mann. Gut, da sage ich ihm. Ja, hol den ran jetzt da. Hol, ich hab gesagt, Sie haben sich bei uns du sollst registriert. Den ranholen, hab ich gesagt. Alter, ich krieg einen zu viel hier. Sag mal deinem Chef, der Django ist am Telefon. Na, Moment mal, ich möchte mit Ihnen sprechen auch über Bitcoin. Sie haben sich bei uns registriert. Ja, ich mach doch keine Geschäfte mit das, Leuten, ja? Die da so laute Musik haben im Hintergrund. Das ist wie in der Disco bei dir, Alter. Seid ihr alle am Saufen oder was ist das Ding? Da will ich mitmachen, Mann. Bist du noch da? Haben Sie schön? Ey, Zuckerpuppe, mach jetzt die Musik so, aus. Ich sag's und das nicht noch. Machen Sie gut? Ich sag's das nicht nochmal. Hey! Und können Sie mich nicht hören? Ist das wirklich so schlimm oder wie? Es geht mir auf den Sack, Alter, um das mal freundlich auszudrücken. Okay, alles klar, dann ich rufe später nochmal an. Ja, wenn die Musik aus ist, darfst du wieder anrufen. Ansonsten mache ich Hühnergeräusche. Hast du das verstanden? Gut, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Hallo? Das ist ein Scheißpack, da kauft doch keiner, wenn die da so. Also mal ohne Scheißblät, wenn die da solche Musik immer laufen lassen, wer redet mit denen? Halbe, dreiviertel Stunde, Stunde. Ist mir zu blöde. Ja, wer ist da bitte? Mike Schwarz ist mein Name. Ich melde mich in Bezug auf Interesse auf Onlinehandel. Herr Schwanz, habe ich das richtig verstanden? Schwarz. Schwarz wie die Nacht, ja? Ja. Ja, was kann ich denn für Sie tun? Also, Sie haben bei uns registriert, Ihr Konto ist aber noch nicht aktiviert. Können Sie mal das Telefon aus dem Mund nehmen? Ich kann Sie überhaupt nicht verstehen. Also, Sie sind bei uns registriert, Ihr Konto ist aber noch nicht aktiviert. Ja, wo fangen die euch immer ein? Erzähl mir das doch mal. Hallo. Also, Sie spekulieren darauf, ob ein bestimmter Aktienkurs in der Zukunft steigen oder fallen wird und daraus machen Sie Geld. Also, wenn ich auf deinen IQ spekulieren würde, dann würde ich all mein Geld Richtung Erdkern verwetten. Ist das denn auch eine Option? Jetzt hat er aufgelegt. Was für Idioten. Tag, hier bei Dirokan. Frau Wind hier von Investing States. Sie haben sich bei uns jetzt registriert. Jetzt gerade? Ja, bei mir steht jetzt, ja. Oh. Ne? Sie haben das nicht gemacht. Im Finanzmarkt. Doch. Ne? Aber warum sie so leise? Man kann sehr schlecht hören. Okay, eine Sekunde. Es wird besser. Es ist schon besser, ja? Ja, viel besser. Aber warum Musik bei Sie? Okay. Warum haben Sie so viele Fragen? Weil das ist eine Callcenter. Ja, aber nicht gut. Du musst besser Headset kaufen und laute Musik stören. Ah, okay. Ich werde ja das glauben. Okay. Schauen Sie, Sie haben sich registriert, um mit Bitcoin zu traden. Bitcoin, ja.
Oder du wolltest Dogge und Chicken Coin kaufen? Sie haben? Genau, wir haben alle Coins in der Welt. Ja, sehr gut. Dogecoin 100 Punkte und Ziegebock. Fantastisch. 250 Euro. Bitte legen Sie und dann wir können Ihnen alles zeigen. Nochmal? Sie müssen 250 Euro auf Ihr Konto legen, damit das System hat etwas zu traden mit. Und dann weiter, Sie ja. werden Zugang zu alle Coins haben mit Ihren 250, Sie können dann schon etwas kaufen. Ja, aber für, Madame, für 250 Euro kann ich keine Bitcoin kaufen, die viel mehr Geld kosten. Genau, aber Sie können einen kleinen Teil von Bitcoin kaufen. Nein, ich will ganze Bitcoin haben. Okay, also bitte legen Sie dann 48.000 und ja, Sie können die ganze Bitcoin haben. Kann ich auch Sie hinlegen und ein bisschen, du weißt schon, machen? Wie bitte? Wie bitte? Oh Gott. Ja, doch eine einfache Frage. Sie können jederzeit Nein sagen. Bitte von Callboy, right? No, hätte ja klappen können. Ja, bei Björn Beck bin ich. Wer ist da? Ich melde mich, Leon Berg? Mein Name ist Björn Beck. Ich melde mich von der Firma Financio wegen der Anmeldung für Bitcoin Profit. Ja, bist du Inder, meine Bruder? Noch einmal bitte? Oder bist du Inder, meine Bruder? Ich rufe von London an. Von London? Okay, das ja auch. Okay, sehr gut. Aber warum du deutsche Namen sagen? Du bist kein Deutscher, das kann man hören. Ich komme aus Finnland. Ja, aber Finnland. Es ist nicht ein deutscher Name. Kannst du Finnisch sprechen? Natürlich. Ja, sag mal, guten Tag, mein Name ist Hans Maulwurf. Das ist nicht erlaubt für mich. Ich möchte nur Deutsch sprechen. Oh, Benzot. Ich arbeite in der Deutschlandteilung. Benzot. Herr, Sie haben die Anmeldung für Bitcoin Profit gemacht. Haben Sie Erfahrung mit Online-Trading oder ist es was Neues? Ich bin neu. Verstehe, das ist überhaupt kein Problem, Herr. Die Firma bietet eine automatische Software und Sie werden ganz automatisch handeln. Terry Markitschut. Sie haben auch einen Expert zur Verfügung und Sie sind nicht alleine. Ein was bitte? Was habe ich bekommen? Eine Expert zur Verfügung, eine Finanzberater. Oh, sehr gut. Wie ist sein Name? Wir haben so viele Experten hier. Ich kann nur einen sagen. Zum Beispiel Ragnar, Herr Ragnar. Er ist Ragnar? Oh, jetzt habt ihr euch auf Finnland festgeschaut. Wotan und Odin, sind die auch da? Noch einmal bitte? Ist Herr Wotan auch da und Herr Odin? Nein, mit dieser Person kenne ich nicht. Aber du kennst den Namen, oder bist du aus Finnland, musst du Wotan und Odin kennen. Nein, diese Person kenne ich nicht. Oh mein Gott, nicht gut. Wie heißt der König? Wie heißt der König von Finnland? Ja, natürlich, ja. Sehr gut. Sie haben das im Google recherchiert? Deine Frage, du bist von Finnland, du musst wissen, wie heißt denn König von Finnland, right? Ja, natürlich. Seit 20 Jahren gehe ich nicht in Finnland, ich lebe in London. Okay, aber du musst wissen, wie ist deine König? Das ist Hochverrat. Wie heißt die Hauptstadt von Finnland? Herr, machen Sie einen Witz? Du machst Witz. Wie ist die Hauptstadt von Finnland? Natürlich, ich kenne das. Ja, wie heißt es? Helsinki. Ja, hast du jetzt auch genug Zeit gehabt, bei Google zu gucken, Benjo? Nein. Doch. Nein. Derimakitschut? Herr. Kommen wir direkt zum Thema her. Möchten Sie die Aktivierung machen? Ja. Wie viel Geld kann man gedient machen bei deiner Firma, meine Bruder von Indien? Ich bin nicht aus Indien, Herr. Ich komme nicht aus Indien. Aber du hast Akzent wie Indien. Ich komme nicht aus Indien. Sie kommen aus Indien. Ich bin von Indien. Bist du von Pakistan? Nein, kein Pakistan. Aber warum nicht? Warum nicht? Warum? Ich komme aus Finnland. Das ist der Grund. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Erklärung, right? Yes, that's the reason. Okay, erzähl weiter. Für diese automatische Software braucht man eine erste Investition mit 250 Euro. Was machen? Eine erste Investition. Was bedeuten?
Ich nicht kennenden Worten. Also, Sie müssen 250 Euro einzahlen und dann Sie anfangen mit dem Handel. Und dann kann man was machen? Was kann man dann machen? Und dann Sie schaffen Profite und Sie sind ein Millionär dann. Ein Millionär? Ja. Wirklich? Sie werden ein Millionär sein. Mit Bitcoin Millionär machen, ja? Ja, mit Bitcoin Profit, ja. Mit Bitcoin auf mit den anderen Kryptowährungen. Aber für 200 Euro kann man kein Bitcoin kaufen. Bitcoin sehr viel Geld kostet. 250 Euro. Sie werden mit dem Preis spekulieren und nicht kaufen des Bitcoin. Sie kaufen kein Stück von Bitcoin. 250 Euro sind zu wenig. Ja, deswegen sagen, kann man für 200 Euro kann ich keine Bitcoin kaufen. Ja, natürlich. Sie kaufen kein Bitcoin. Ja, aber warum? Sie handeln mit dem Preis. Sie spekulieren mit dem Preis. Was bedeutet? Was bedeutet zum Beispiel, wenn Bitcoin oder wenn Rohstoffe oder Metall ist, der Preis ist unten, dann sie kaufen das und nach einem Monat oder zwei Monaten, wenn der Preis geht wieder hoch, sie verkaufen das. Rohstoffe? Rohstoffe? Rohstoffe, Aktien, Indizien. Was heißt Indizien? Was bedeutet? Herr, das ist die deutsche Grammatik, Herr. Ja, ich bin von Indien. Ja, ich habe das schon bemerkt. Du nicht so, als ob du Deutsch reden. Du kannst Deutsch reden, du auch Akzent haben. Ja, ich rede Deutsch. Nein. Aber sie verstehen mir. Ja, manchen Worten. Aber deine Deutsch auch sehr schlecht. Also mir nicht sagen, ich kann Deutsch reden. Verstehe. Danke für das. Ich werde mein Deutsch verbessern. Ich bin Scharmuta. Hallo? Aber Arabisch versteht er, ne? Der Typ, der aus Finnland kommt, erst googeln muss, wie seine Hauptstadt heißt und nicht weiß, wie der König heißt. Ah, scheiße, so ein Wikinger-Sonder, wer da Odi noch Wotan kennt. Ah, ey, war ja klar, was die sich für Geschichten ausdenken. Gespräche, die schon mit einer Lüge anfangen. Wer soll das glauben? Wer sollte irgendwas kaufen? Blöd. Vorsitzige, mein Name ist Eugen Gras, Account Manager von Capital Holdings. Ja. Sie haben früher auf unserem Online-Webportal angemeldet. Wie bitte? BitQT. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ja, natürlich. Danke. Mein Name ist Eugen Gras. Ich bin Account Manager von Capital Holdings. Sie haben früher auf unserem Online-Webportal angemeldet. BitQT heißt. Ja? Also ich verstehe Sie nicht. Können Sie Deutsch sprechen? Verstehen Sie mich nicht? Wie bitte? Verstehen Sie mich nicht? Nur sehr schlecht. Haben Sie jemanden, der richtig Deutsch kann? Was verstehen Sie nicht? Ich habe Sie gefragt, haben Sie auf unserem Online-Webportal angemeldet? Ja, das habe ich getan. Super. Und was war jetzt Ihre Frage, bitte? Herr von der Ziege. 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 Ja, genau. Ja. Haben Sie schon etwas an Börse gemacht, an Finanzmarkt? Wie bitte? Haben Sie schon etwas für diese Zeit an Börse gemacht, an Finanzmarkt zum Beispiel? Verstehe ich nicht. Kann ich mal den Chef sprechen? Nein. Wie nein? Einfach so. Ich bin Account Manager, ja, und ja. Es ist meine Arbeit. Ja, aber Sie kriegen es ja nicht hin, nicht wahr? Herr Vorsitzige, wofür haben Sie auf unserer Online-Webportal angemeldet? Naja, zum Trollen in allererster Linie. Nochmal? Zum Trollen. Hallo? Ja. Ja. Können Sie mir da weiterhelfen? Scheinbar nicht. Was für ein Idiot. Mina Wilke ist am Telefon. Spreche mit Herr
Banker an der kommt. Ja, wer ist da? Schön, dass ich Sie erreicht habe. Ist mein Name zu lachen? Genau, nein, es ist nicht zu lachen, es ist sehr lang. Ja, und ist ein Problem? Nein, ich kann nicht das sagen. Herr Schandip, ja, das ist Ihr Vorname. Ja, das ist Vorname. Es geht um Ihr Handelskontoanmeldung. Also, Amazon? Sie haben sich bei uns. Sie haben sich bei uns am 7. Februar nicht registriert. Und da seit dann, Handelskonto ist nicht aktiv. Ich wollte Sie kurz fragen, nur worum geht es? Weiß nicht, Sie haben angerufen, ich nicht wissen, was machen. Das ist meine Frage. Also, möchten Sie vielleicht Ihr Handelskonto aktivieren oder noch nicht? Weil Sie sind immer noch im System bei mir. Was bin ich? Im System. Also, Sie haben Ihre Daten bei uns gelassen und steht immer noch so. Also, Kontostand ist null. Konto ist nicht aktiv. Ich wollte Sie fragen, also möchten Sie das machen? Kirohan, ja. Ja, bei Telefon. Wer ist da? Das hier ist Sandra Braun. Ich rufe Sie von dem Facebook an. Warte mal, das ist mega laut bei dir. Mach mal Musik aus, Benchut. Das kann ich nicht ausmachen, hallo? Aber die Musik, hallo? Kann ich nicht ausmachen. Ja. Wie kann sie nichts hören? Das ist so laut da. Was ist da los? Das ist einfach unser Büro. Hier wird Musik gespielt. Ja, so kann man nicht telefonieren. Ja, aber so kannst du nicht mit Kunden reden. Das kannst du nicht machen. Ich versuche lauter zu sprechen, okay? Was? Ich versuche lauter zu sprechen, okay? Havi, bitte? Ich hab Sie nicht verstanden. Oh, leider. Okay, ich werde versuchen, erneut anzurufen, okay? Als ob das was nochmal ändern anrufen würde. Okay. Mein Gott, wo kommen diese ganzen Figuren immer nur her? Hallo? Das hat sie aufgelegt. Also mal ehrlich, wer macht Geschäfte mit sowas? Können Sie jetzt mich hören? Ist das jetzt in Ordnung? Ja, was ist los da? Sag mal, was hast du so für Partymusik da? Die Musik wird hier einfach gespielt. Ja, musst du mal ausmachen, Blöd. Das kannst du trotz Headset, kann man das hören. Hören Sie überhaupt nicht? Hören Sie mich überhaupt nicht? Das stört, Mann! Was ist das für ein Geschäftsgebaren bei euch? Ich finde das nicht zum Lachen. Gute Laune. Für gute Laune, wenn die Kunden alle auflegen? Alles klar, wenn ihr das so macht. Sie haben aber noch nicht aufgelegt, deswegen... Soll ich auflegen? Ist kein Problem. Nee, natürlich nicht. Ich wollte Ihnen einfach mal erklären, ich rufe Sie von im Festbus an. Vom was? Vom obdachlosen Bus? Nee. Aber Sie hören doch... Alter, ihr macht diese scheiß Musik aus! Ihr habt sie doch nicht mehr alle, Leute. Jetzt bin ich in der Warteschleife, auch gut. Mal gucken, was jetzt kommt. Die Musik ist aber erträglicher als dieser zerhackmistelte Bullshit, den die da spielen. Aber das ist mir zu blöd, ich lege auf. Mal gucken, ob sie zurückruft. Hier ist Jürgen Mayer am Apparat. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Bei mir ist alles gut. Und bei Ihnen? Ja, es freut mich sehr, sowas zu hören. Bei mir ist alles gut, danke. Ja, das ist schön. Okay, danke schön. Sehr nett von Ihnen. Ja, manchmal also, bin ich das, ne? Manchmal... Wie bitte? Wie bitte? Nee, also ich habe gemeint, also Sie sind manchmal ganz nett, ja? Ja. Das meinten Sie? Ja, ja. Ach, okay, verstehe ich. Also, ich melde mich aufgrund Ihrer Anmeldung, dass Sie bei Invest in CFDs über Onlinehandel gemacht haben. Kannst du mal aufhören, zwischendurch auf die Tasten zu drücken? Welche Tasten? Naja, die drei gelben Tasten unten. Und wie ist dein richtiger Name? Mein richtiger Name? Ja.
Okay, und wofür brauchen Sie meinen richtigen Namen? Naja, weil ich höre, dass Sie kein Jürgen Meier sind. Da wollte ich fragen, mit wem ich denn überhaupt spreche. Ach so, okay. Also wenn Sie nicht mit Jürgen Meier sprechen, dann sprechen Sie mit dem Frank. Als haben Sie schon wieder einen neuen Namen sich ausgedacht. Wie ist denn Ihr richtiger Name? So macht man ja keine Geschäfte miteinander. Also, sowas also würde passen, sage ich, ja? Sagen Sie mir mal Ihren richtigen Namen. Wir sind doch hier nicht im Zirkus. Hallo? Hallo? Wie ist denn Ihr richtiger... Wie ist denn Ihr richtiger Name, bitte? Das tut er so, als ob er mich nicht mehr hören kann. Das hat er aufgelegt. Was für Idioten das sind. Das glaubst du gar nicht. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Herr... Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag, Müller hier am Apparat. Da habe ich den Herr Kadirow. Ja, der ist am Telefon. Wer ist da bitte? Ja, Müller hier am Apparat vom Service Team der Zahnvorsorge. Es geht hier um eine Zahnzusatzversicherung, da wollten wir Sie gerne drüber informieren. Okay. Wie Sie auch wissen, zahlt die gesetzliche Krankenkasse jetzt ab Januar für die Zahnarztbehandlungen nur 30%, ne? Noch weniger? Und ja, noch weniger, leider. Das wird ja immer weniger. Wozu gibt's Krankenkassen überhaupt? Irgendwann muss man ja da noch Geld hinbringen. Also ich bin ja auch dagegen, aber ich kann ja nichts dafür. Ich bin ja nicht von der Krankenkasse. Ah, ich dachte Sie von AOK. Entschuldigung, junge Frau. Nein, wollte ich Sie nicht anmachen. Mein Fehler. Nein. Alles gut, Herr Kadirow. Also wie gesagt, wir sind ja von der Zahnversicherung, wir sind ja dazu verpflichtet, Sie darüber zu informieren und die Vorsorge auch anzubieten, damit Sie halt von den hohen Rechnungen auch nicht betroffen werden, ne? Oh, ist das schrecklich. Das ist schrecklich, genau. Und dafür gibt's halt eine Zahnversicherung. Wenn Sie die Zahnversicherung haben, dann sind Sie auch gar nicht mehr davon betroffen, natürlich, ne? Also dann muss man nichts mehr, also nicht nur, die geben dann nicht nur 30%, sondern man muss dann selber nicht mehr bezahlen, wenn Zahn kaputt? Ja, also dann kriegen Sie auch Brücken, Kronen, Prothesen, Implantaten, das ist dann auch alles abgesichert, ne? Kann man sich das dann ausgesuchen, wann ist es soweit, dass man was braucht, oder ist das, macht das Doktor? Wie meinen Sie das jetzt nochmal bitte? Ne, Sie sagen, man kann so Kronen, Planbrücken in Taten kriegen. Hat man das freies Auswahl, wenn das muss ersetzt werden? Ja, klar, das wird ja bezahlt. Die Versicherung zahlt das ja. Ah, gut, sehr gut. Weil sonst bringt das ja nichts. Das kostet natürlich Geld. Haha, alles auf der Welt kostet Geld. Ja, der Rubel muss rollen. Das wäre monatlich 25,90 € für Sie. Das ist ja nichts. Wenn ich mal überlege, was kostet so, also ist bisschen her, das letzte Mal muss ich geben ein Implantaten. Was kostet ein Implantaten? Das ist nicht günstig. Ja, genau. Und das wäre dann 25,90 € für Sie, ja? Implantaten sind teuer. Ein Implantat kostet zwischen 1.200 und 2.000 €. Ist Wahnsinn, ne? So kleine Dinger. Ist doch kein Gold. Früher Zähne aus Gold gewesen. Das ist günstiger, als wenn die nehmen so ein Plastikding bei die Schnauze drinnen. Ja, aber Implantate sind teuer. Sehr teuer in Deutschland. Ja, das ist richtig. Das letzte Mal, wo hatte ich denn den großen Kampf von Kasachstan? Wir bei Russland machen. Aber kann ich nicht jedermann in Heimat fliegen zu Zähne machen? Ja, das ist, ich weiß, ich verstehe. Ja, so ist das leider. Man kann nicht immer ins Ausland fliegen und jetzt wegen Corona gar nicht mehr. Ne, das ist mir und, ja egal. Kadirow macht, was er will. Ja, aber jetzt ist es ein bisschen schwerer wegen, keine Ahnung, lange Geschichte, egal. Da ist egal, weißt du, nehme ich ein Flugzeug von meinem Manager, der mir fliegen. Das ist kein Problem, muss ich nicht bei kaputt TUI oder Lufthansa fliegen, kein Problem. Okay, ja. Gut, dann ist ja gut. Das ist gar kein Problem. So, wenn ich jetzt morgen auf Schnauze falle, dann ist meine Zähne bezahlen. Ja klar, Sie sind ab dem 1. Tag sind Sie direkt versichert, ne? Für allen, komplett. Also 1. April läuft die Versicherung, Herr Kadirow, wenn wir das heute machen. Das ist aber Spaßtag, das können wir nicht bei Spaßtag einen Vertrag machen, das ist nichts gut. Wie meinen Sie das? Ja. 1. April! Nein. Sie doch kennen bestimmt.
Nein, wir machen heute Vertrag. Versicherung läuft ab dem 1. April 2021. Und wenn ich dann bei Schnauze kriege, dann alle gleich bezahlen, oder was? Also erste Jahr bezahlt die Versicherung 1000 Euro. Na? Für eines oder für alles? Also erste Jahr kriegen die 1000 Euro bezahlt, wenn sie eine Rechnung. Also wenn ich jetzt sage, bei Montag mir der Kaschnatan einen Zahn rausschlagen, dann 1000 Euro zahlen und Mittwoch mir Bugis dann die nächste Zahn rausschlagen, dann auch wieder 1000 oder 1000 insgesamt geben. 1000 insgesamt. Für erste Jahr. Zweite Jahr 2000 Euro. Dritte Jahr 3000 Euro. Vierte Jahr ist alles offen und unbegrenzt. Also wenn ich bei viertes Jahr, wenn die dann also richtig Eskalation haben und alles kaputt, dann alles bezahlen. Also wie gesagt, erste Jahr 1000 Euro kriegen sie bezahlt, im zweiten Jahr 2000 Euro, dritte Jahr 3 und ab dem vierten Jahr sind sie komplett offen und unbegrenzt. Und das ist nicht schlecht. Und was ist mit Zahnen? Was habe ich schon ein Krone drauf, wenn kaputt geht? Haben Sie schon eine Krone? Oh, ein paar. Ja, ist ja nicht schlimm. Die Wurzeln sind ja noch dran. Ja, nicht mehr überall. Ja, wie viele fehlende Zähne haben Sie denn? Ich habe noch 5 richtige Zähne. Ah, okay. Ich bin Straßenboxer, blöd. Dann haben wir ein Problem. Dann wird Implantate nicht bezahlt bei Ihnen. Blöd. Warum nicht? Ja, die Versicherung zahlt dann die Implantate nicht. Wir müssen denen ja nicht sagen, weißt du, wo ist das Problem? Das muss ich natürlich sagen, also... Ich habe doch nur 5 Kronen. Herr Kadiro, also ich mache das mal lieber schriftlich für Sie, so hat das keinen Sinn, ja? Wieso hat das keinen Sinn? Dann können Sie besser verstehen, wenn Sie alles lesen, okay? Was heißt hier besser verstehen? Ich verstehe jedes Wort, was Sie sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss. Was ist das denn, blöd? Idee nachhui. So sieht gleich, wenn die merken, dass sie kein Geld mehr verdienen können, werden die unfreundlich, dieses... Nein, ich sag's jetzt nicht. Ich soll ja nicht so viel fluchen. Dieses Gesindel! Okay. Hallo, guten Tag. Ich grüße Sie. Okay. Oliver Janssen am Apparat. Ich grüße Sie an vom Unitex. Ja, wie ist dein richtiger Name? Du bist nicht Oliver. Wie bitte? Wie ist dein richtiger Name? Oliver Janssen, ich bin. Und Sie sind schon registriert um Bitcoin Invest, deswegen ich rufe Sie an. Wo finden die immer solche abgewrackten Figuren? Ja, Bitcoin, gut. Ja, und ich werde Ihre Kontoverwalter in Bezug auf diese Registrierung sein, wo Sie wohl... Robot Trading vorgenommen habe. Meine Fresse, Alter, ich halte das nicht mehr aus mit euch. Okay, gut, sehr gut. Ja. Haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Bei Amazon und eBay. Ach so, sehr schön. Und wie war Ihre Erfahrung, wenn ich fragen darf? Ja, nicht so gut. Die haben meine ganzen Reviews gelöscht, weil ich gekaufte Bewertungen gemacht habe. Mhm. Verstehst du? Ja. Was ist los? Und ich werde Ihnen so weiter informieren, wie alles bei uns funktioniert. Das ist großartig. Was großartig? Willst du verarschen mit mir? Du willst nur mir verarschen? Du bist nicht Oliver Janssen, du bist irgendein Inder oder sowas. Interessiert Sie nicht, wer ich bin? Na doch, ich interessiert mich gesagt, das. Du nimmst deinen falschen Namen bei Telefon. Was bist du für ein Schwein, Mann? Ja, ist Ihr Name so richtige? Wer hat gesagt, meine ist falsche? Ne, das hört man. Man hört, dass du kein Deutscher bist, blöd. Warum sagst du falsche Name am Telefon? Natürlich, ich bin kein Deutscher. Ja, warum nennst du dich dann Oliver Janssen, mein Gott? Sag doch Shandib oder Tahmud oder wie auch immer du wirklich heißt. Ist doch kein Problem. Warum lügst du? Ich lüge gar nichts, Herr. Und wenn Sie möchten, ich kann meine Dokumente alle senden und schauen Sie, wer ich bin. Ja, okay, was ist dein richtiger Name? Ja, ich habe Ihnen gesagt, wie ist mein richtiger Name. Ah, blöd. Und ich rufe Ihnen an für etwas anderes. Ach, für was anderes? Okay, dann ist in Ordnung. Entschuldigung. Ja. Tut mir leid, okay? So, möchten Sie Ihren Account aktivieren? Ja, klar, unbedingt. Mit unbedingt.
Kommen Sie aus India, oder? Nein, ich komme aus Russland. Aus Russland? Da. Sehr schön. Wo kommst du her? Und in Bitcoin haben Sie gar keine Erfahrung? Nein, nur mit Meerschweinchen und Ziegen. Wo kommst du denn her? Ich bin aus Russland. Ja, ich wünsche einen schönen Tag, weil ich habe keinen Bock mit Ihnen zu sprechen. Ne, ich auch weil nicht ich mit dir. Ich habe keine Zeit zu verlieren mit Ihnen so. Für ja, Spaß, musst du den nächsten abzocken, ich weiß. Es ist harte Business. Zeit. Harte Business, muss die Quote erfüllen, sollen so viele Leute in der Stunde abzocken, das klappt mit mir halt nicht. Aber wie kann man so blöde sein, mit deinem Akzent sich Oliver Jensen zu nennen? Es tut mir leid. Kriegen Sie vielleicht viele Anrufe, weil Sie sind schon registriert im Onlinehandel? Natürlich, Brett. Den ganzen Tag rufen die hier an. Ja, besser. Mach mal weiter mit anderen Anrufen. Ja, ich lade die alle bei YouTube hoch. Du kommst auch dran, Blöd. Ja, kein Problem. Kein Problem. Möchtest du dir jemanden grüßen? Scheinbar nicht. Vollidiot. Vorsitzige? Ja? Ich heiße Linda Wutz. Ich rufe Sie von dem Finanzunternehmen an. Von was bitte? Ja, Dynamo Dresden? Von dem Finanzunternehmen IQ der Capital an. Ha, was bitte? Können Sie Deutsch reden? Ich rede Deutsch. Und welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indogermanisch. Germanisch? Okay. Können Sie bitte Deutsch sprechen? Nee, Sie fangen an, Deutsch zu sprechen. Spreche ich jetzt auf Deutsch? Brück! Wir können auf Englisch reden, wenn Sie möchten. Wir können auch einfach Hühnergeräusche machen. Brück! Alles gut bei Ihnen? Ja, ich hab nur das Poulet-Syndrom. Brück! Sind Sie sicher, dass bei Ihnen alles gut ist? Ja, bei Ihnen denn auch? Das würde mir sehr viel bedeuten. Ja. Brück! Bei mir ist das super. Das freut mich sehr zu hören, nicht wahr? Was kann ich denn für Sie tun? Ich rufe Sie an, um Ihren Konto zu aktivieren. Wissen Sie, dass Sie haben einen Investitionskonto? Ja, natürlich. Dann Sie werden viel Geld verdienen und dann Sie können Eier im Supermarkt kaufen. Nein, ich habe ja einen Hühnerstall, ich kaufe doch keine Eier. Keine? Sind Sie sicher? Ja, ich habe ja 7 Hühner, die versorgen mich da. Okay. Moment. Ja? Es kommt der Hühnerhabicht. Okay, sagen Sie mir bitte, vielleicht haben Sie schon eine Erfahrung auf dem Finanzmarkt mit Bitcoins. Ha, war bitte? Oder Sie... Hühnerfutter? Oder auf... Hallo? Auf dem Finanzmarkt. Hallo, ich höre Sie gut. Ja. Haben Sie Erfahrung auf dem Finanzmarkt mit Bitcoins oder mit Forex? Nee, noch nicht? Nee. Okay, dann Sie können Ihren Investitionskonto aktivieren und passives Einkommen mit Bitcoins machen. Und wie funktioniert das? Ja, ich erkläre Ihnen jetzt. Sie werden einen persönlichen Broker haben. Ein was bitte? Broker, Makler. Was ist das? Broker? Ja. Das ist Person, die handelt für Sie. Ein Steuerberater? Macht Geld für Sie. Dieses Broker handelt für Sie, macht Geld für Sie. Und Broker ist verantwortlich für Ihre Investitionen. Nein, Geld drucken, das ist immer gut. Drucken Sie Geld? Ja, mit Ihnen dann ja, ne? Sie können ja Geld produzieren aus dem Nichts im Prinzip. Ja, produzieren können wir, aber nicht drucken. Ja, das ist ja nicht schlimm. Es reicht ja virtuell, solange man damit arbeiten kann. Hallo? Hallo, ich bin noch da. Ja, sehr gut. Okay, dann... Wann können Sie Ihren Konto aktivieren? Vielleicht machen wir das jetzt. Ha, was? Was soll ich machen? Mit minimaler Investition können Sie anfangen. Das ist 250 Euro. Ja, am Arsch hängt der Hammer. Wie bitte? Ha, wie bitte? Können Sie wiederholen? Ich hab gesagt, am Arsch hängt der Hammer.
Idioten. Hey, was meinst du, warum ich auflege? Weil ich nicht reden will. Warum rufst du dauernd an? Weil sie früh auf unserer Online-Webportal angemeldet haben. Ja, ja, hör mal zu, du Depp. Wenn ich dreimal hintereinander auflege, rufst du noch viertes Mal an. Was ist los bei deinem Kopf, Mann? Sag mal. Was ist los mit was? Was mit deinem Kopf los ist, habe ich gefragt. Mit dem Vakuum zwischen deinen Ohren. Ja, natürlich. Warum rufst du zehnmal an, wenn ich fünfmal auflege? Rufst du sechste Mal an? Gleich nochmal. Ich werde noch zehnmal zurückrufen. Ja, ruf noch zehnmal zurück. Bastard, du Hässlicher. Ja, bitte schon. Bitte schon. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Und dir? Ja, alles bestens. Wie geht's dir? Ja, alles. Auch gut. Wer ist da? Also. Mach mal die scheiß Musik im Hintergrund aus. Mach mal die scheiß Musik aus, Blöd. Warum lieben Sie nicht diese Musik? Gefällt Ihnen nicht, oder? Bist bei der Arbeit und nicht in der Disco. Mach diese Idiotenmusik aus. Mach Bach oder Schiller an, das ist besser. Schreiben Sie Ihre Comment zu diesen Männern, die diese Musik gemacht haben. Ja, mach die Musik aus. Du spielst sie ab, du Knallkopf. Meine Güte, mal ohne Scheiß, wo kriegen die diese ganzen Idioten her, die ans Telefon setzen? Verrat mir das mal. Wo kommen die ganzen Leute her? Werden die zwangsrekrutiert? Bist du so dumm geboren worden oder hast du dir das verdienen müssen? Sag mir. Ich werde eher nur fragen, ja, ob wofür haben Sie bei uns angemeldet? damit solche Würstchen wie du bei mir anrufen, habe ich mich angemeldet. Klappt wunderbar, wie du siehst. Eigentlich wollte ich gar nicht mit dir reden, aber ich bin froh, dass ich jetzt doch ans Telefon gegangen bin. Unglaublich, Blöd. Kannst du selbstständig atmen oder brauchst du Hilfsgerät dafür? Also. wann kann ich Ihnen zurückrufen? Wann haben Sie noch Zeit? Heute? Am Abend? Ja, immer. Ich habe immer Zeit. Perfekt. Okay. Finde ich gut. Also wenn du dich nicht schon genug gedemütigt fühlst, kannst du natürlich nochmal zurückrufen. Können wir das Ganze auch nochmal in Langfassung machen. Ist kein Problem. Aber dann musst du diese scheiß Musik ausmachen, Blöd. Sonst rede ich nicht mit dir. Schauen Sie, mach mal die andere Kulturmusik aus. Mir diese Musik gefallen, deshalb. Ja, das ist mir doch egal, was dir gefällt. Wenn du Kunden anrufst, musst du doch Kunden gute Gefühl geben. Für mich auch egal, was gefällt Ihnen nicht, deshalb. Okay. Ja, das weiß ich. Sie hören schon diese Musik, Sie hören 3 Minuten schon diese Musik, deshalb. Ja, das ist schrecklich. Ich fange an zu singen, wenn du diese Musik nicht ausmachst. Ja, okay. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Das ist das Einzige, was mir diese Idioten. Jetzt ruft er wieder an. Hallo? Ja. Was geht? Wissen Sie noch etwas? Ja. Was könnten wir denn noch singen? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Pokémon, jetzt hat er wieder aufgelegt. Das ist wirklich ein Nest von Idioten, das ist unglaublich. Wo finden die diese Leute? Ich habe immer gedacht, so bei Stromcallcenter arbeiten schon die größten Idioten. Aber in diesen Bitcoin-Scammer, Alter! Das muss echt schon wehtun. Die müssen den ganzen Tag irgendwie Schmerzmittel nehmen, diese Blödheit im Kopf auszuhalten. Unfassbar. Was geht? Hans. Was los? Ja, es geht um Ihr Konto. Sie haben ein Konto bei uns, bei unserer Filiale, bei Bitcoin Superstar. Filiale? Ja. Cool, hast du ein neues Wort gelernt. Krass. Ja, und wie kann ich weiterhelfen? Ja, sie haben schon eingezahlt, 250 Euro, ja? Ja, schon ein bisschen her. Genau. Haben Sie einen Computer dabei? Nee, Computer kann man normalerweise nicht mitnehmen. Okay, mit Ihrem Handy. Haben Sie in Ihrem Handy AnyDesk? Was für ein Ding? In Ihrem Handy. Haben Sie AnyDesk? Anni. Die Frau Anni. Die heißt Petruschka mit Nachnamen. Okay, einen Moment. Ich rufe in 5 Minuten, okay? Nee, in 5 Minuten habe ich keine Zeit mehr. Was willst du? Ja, ich gebe Ihnen die Frau Anni.
Wie, du hast okay. doch gerade gefragt, ob ich Anni im Telefon habe. Ja, einen Moment. Hä? Einen Moment. Was redest du haben für Haben Sie Anni Desk in Ihr Handy? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist eine Applikation. Okay? Blöd. Im Wald, ich bin hier im Wald, da sind viele Bäume. Ungefähr genauso sinnvoll war diese Antwort gerade, wo du mir gegeben hast. Ja, Sie haben schon eingezahlt 250 Euro, ja? Richtig. Genau. Ich helfe Ihnen, damit Sie Ihr Geld rekuperieren, okay? Damit was? Das Konto, wenn Sie, ja, das Konto, wenn Sie eingezahlt, ist blockiert. Ich habe ein neues System implementiert, okay, für Sie. Wir werden Ihr Geld transferieren hier. Ich helfe Ihnen, damit Sie Ihr Geld transferieren, okay? Dann machen Sie eine Verbindung mit einem Experten, okay? Verstehe ich nicht. Können Sie mich hören? Okay, einen Moment bitte. Ich verbinde mit meiner Chefin. Mach mal. Moment, ich verregne. Ja. So. Hallo? Hallo. Hallo, grüße Sie, Herr Vorderzeig. Ziege heißt das. Der hat nicht gelesen da drüben. Ha? Das ist der Herr Hans Joachim. Vorderziege, richtig. Wer ist da? Genau. Mein Name ist Stefano Colombo, der Finanzberater und Profitrader über Onlinehandel. Wie heißen Sie? Ich habe nicht verstanden. Stefano Colombo. Können Sie das buchstabieren? Stefano. Ja, buchstabieren. Weißt du nicht, was buchstabieren ist? Erzi Siegfried, Baby Theodor. Was für ein Ding? Alter, blöd. Hören Sie mich? Nee, du musst mal deutlich sprechen. Ich habe Ihnen doch gesagt, Stefano Colombo. Erzi Siegfried, Baby Theodor, A wie Anton, A wie Friedrich, A wie Anton, N wie Nordpol, O wie Otto. Otto. Stefano Colombo. Ja, und was willst du? Das ist schwierig zu verstehen, oder? Ja, du bist schwierig zu verstehen, das stimmt. Machen Sie Spaß, oder was? Was heißt hier, machen Sie Spaß? Du musst einfach mal gutes Telefon nehmen, dann kann man dir gut verstehen. Ist schlechte Gebindung. Ich habe Ihnen doch erklärt. Was denn? Das ist nicht mein Problem, sondern Ihr Problem. Warum ist das mein Problem, wenn du schlechtes Telefon hast? Weil Sie können nicht hören. Ich kann sehr gut hören. Dann? Willst du Streit oder was? Sollen wir uns nackt ausziehen und gegeneinander kämpfen? Was brauchen Sie, Mann? Ich bräuchte, also wenn... Also ich hätte gerne Pizza Margherita. Pizza Margherita? Da. Kannst du herbringen? Oder ein Tüt mit Scheiß. Ein was? Du Wichser. Was willst du, blöd? Verpiss dich, Vollidioten. Mein Name ist Manuel Hoffmann, ich grüße Sie. Ich melde mich bei Ihnen von der Firma CoinStrade. Sie haben sich bei uns angemeldet. Wen wollen Sie denn sprechen? Hier wohnen mehrere Menschen. Ich suche den Herrn Shandeep. Shandeep, ja, warte. Shandeep! Telefon! Keine Ahnung. Komm her, weitermachen. Ja, hallo, wer ist da? Guten Tag, hier ist Manuel Hoffmann von der Firma CoinStrade. Sie haben sich mal bei uns registriert über unser Kryptowährungssystem. Noch einmal, bitte nicht so schnell reden, kann ich nicht so gut Deutsch reden, ja? Kein Problem. Sie haben sich bei uns registriert über die Werbung für Kryptowährungen. Werbung? Bitcoin. Bitcoin, ja. Bitcoin, sehr gut. Ja, Sie haben bei uns Registration gemacht. Ja, ich habe verstanden. Ich bin Ihr Ansprechpartner, derjenige, der Sie hilft, Konto aktivieren und investieren. Ja, du bist Bitcoin, ja? Ja. Gut, sehr gut. Auch Dogecoin haben? Auch. Sehr gut. Was möchtest du haben? Dogecoin, okay. Dogecoin, okay. Mhm. Wie viel? Wie viel haben? Wie viel du möchten? Ja.
Was? Ja, du sagst, wie viel und ich sage dir, wie viel. Ich wollte noch nicht gucken, wie viele kosten ein Dogecoin? Kann ich dir sagen? Moment, ja, bitte. Warten Sie bitte. Ja, nicht warten, das ist kein Problem. Hallo? Ja. Ich bin jetzt da. Nein, ich habe gerade geguckt. Okay, der Dogecoin liegt momentan bei 0,10. 0,10? Was? 10 Cent? Ja. Ja. Aber schrecklich, gestern 60 Cent gewesen. Jetzt ist er gesunken bei 10 Cent. Dogecoin ist zwar okay, aber das, was ich bevorzuge für Sie, was momentan sehr gut ist. Ja. Weil ich bin auf Finanzmarkt, ich weiß, was gut ist. Ja. Momentan gut ist Ethereum. Ist was? Ethereum. Was ist das? Das ist zweite Hauptwährung nach Bitcoin. Erst okay. kommt Bitcoin, dann kommt Ethereum. Ethereum ist sehr gut momentan. Okay. Ethereum liegt bei $2,000. $2,000? Ja. Oh, okay. Und er steigt. In der letzten 24 Stunden ist er gestiegen um 4%. Okay. Weil Dogecoin steigen bei einem Tag 62%, okay? Ja, ich weiß, aber der Dogecoin ist sehr billig. Ja, deswegen kann man viele kaufen. Ja, kann man viele kaufen auch. Ja, aber das gut oder nicht? Wie viel? Es kommt darauf an, wie viele sie kaufen möchten. Ja, das gut oder das schlechte Dogecoin, okay? Dogecoin ist gut, aber Ethereum ist besser. Aber noch nicht hören. Das gut? Ist gut. Ja, sehr gut oder gut? Gut. Aber nicht sehr gut. Nee, nicht sehr gut. Sehr gut ist Ethereum. Ja, denn meinen, ist er sehr gut oder sehr, sehr gut? Ich sage Ihnen, sehr gut. Ethereum ja. ist sehr, sehr gut. Dogecoin, gut. Ja, Dogecoin nehmen, ja? Wenn ich so Wie viele? Drei Stück. Drei Stück? Ja. Gut, ich schicke Ihnen dann die Daten. Ja, bei wohin? Drei Dogecoin, weil 30 Cent im Moment. Was für Idioten. Geil.